Ja, und jetzt sind wir hier, ich meine, Fall, sorry, in diesem Keller. Wir waren vorhin schon hier oben und jetzt gehen wir die Treppen runter. Wir wissen nicht, wie weit es nach unten geht, also. Notruf aktiviert. Ja, Notruf hat meine Freundin. Notruf geht immer. Es geht runter. Es geht immer runter. Wir scheißen uns vor uns in die Hosen. Weil wir wissen nicht, boah, wie tief. Es geht. Warte, 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 warte. Ohne Lampe würde. Ja, genau. Die Treppen werden heute schon komischer. Die Luft. Da unten, geh mal weiter Die runter. Ich Luft sehe schon immer. stickt. Was ist hier unten? Nur ein ganz kleiner Ablagekeller. Echt jetzt? Und eine Tür. Oh, Was Türen. befindet sich? Türen sind immer gut. Was befindet sich hier? Die Außenwelt. Jetzt schauen wir uns erstmal um. Meine Freundin. Hallo. Treppen. Ich habe Angst wegen Spinnen. Ich habe mal keine Spinnen. Wer alles keine Spinnen mag, bitte in die Kommentare schreiben. Besen, Putzfrau. Ich glaube, die Tür ist zugesperrt. Steckdose. Steckdose. Die brauche ich. Dann lade ich meine Ladekabel liegt aber leider oben. Und jetzt gehen wir nach oben und gleich werden wir euch zeigen, wie es oben aussieht. Ganz oben? Ja, ganz oben aussieht. Also. Aber wir haben da noch einen Raum, gell? Ja, und dann haben wir noch, zwei Räume und die zeigen wir euch auch noch. Das Treppengehen von hier oben war jetzt voll anstrengend. Und jetzt gehen wir hier in diesen Raum. Wir wissen nicht, was hier ist. Freund, hilf mir. Au. Wir sind hier in einem Brandanlage. Oh Mann, Akkujum! Den Raum kennen wir schon, da geht's nicht weiter. Jetzt gehen wir hier lang. Meine Freundin folgt. Ich bin, glaube ich, zu fett, ich brech zusammen. Taubenfriedhof. Zeig mal. Nein, das sind keine Tauben. Wir haben vorhin hier Tauben gesehen, aber die werden wir euch gleich zeigen. Hier gibt's nichts mehr außer so einen dunklen Keller. Jetzt gehen wir wieder zurück und jetzt zeigen wir euch das Obergeschoss. Bis gleich. Und jetzt, meine Freundin kommt hier gerade rauf und sie geht nach vorne. Sie geht halt vor. Aua. Jetzt gehen wir die Treppen nach oben. Falls ich gute hier. Hoffentlich sind hier keine Mäuse. Wer auch alles keine Mäuse mag, der schreibt mir in die Kommentare. Okay, wir sind oben. Wir sind jetzt oben. Hier oben wird die Luft schon stickiger. Also hier eine Taube. Also, jetzt zeigen wir euch hier eine tote Taube. Sie ist, glaube ich, hier stickt oder weiß ich auch nicht. Da unten ist auch eine. Oh, ich will sie streicheln. Nicht anfallen lassen. Da ist noch eine. Hier. Jetzt gehen wir weiter nach oben. Jetzt zeigen wir euch den Raum. Hier waren wir vorhin schon. Die ist Taubenkacke. Ich glaube, sie sind hier erstickt. Ich weiß aber nicht. Hier ist auch echt warm. Da oben ist noch eine. Und überall Tauben. Ich weiß nicht, warum hier Tauben sind. Ich glaube, die sind hier gestorben. Wegen was weiß ich nicht. Hier ist wirklich echt stickig hier oben, weil es sind, glaube ich, so 20 Meter hoch oder 30, 40, weiß ich aber jetzt nicht genau. Voll creepy hier in diesem Raum. Ihr würdet nicht um 12 Uhr in der Nacht hier runtergehen. Wenn ja, dann schreibt in die Kommentare, dass ihr hier runtergeht. Und da liegt ein Stift. Was ist denn, wenn du Menschenleiche gesehen? Menschenleiche? Nee, glaub nicht. Hier ist ja eine Kirche, kein Menschenfriedhof, oder? Nee. Hier geht's dann weiter. Und ja, das war's auch schon. Ja, und jetzt gehen wir zu diesem schon mal Fenster. Nee, zu dem anderen. Oder? Nur zum anderen Fenster. Bis gleich. Jetzt geht meine Freundin hier zu diesem Fenster. Schauen wir mal, ob es aufgeht. Wenn ja, gucken wir alle zusammen runter. Versuch mal durchzudrücken. Hab
Nee, hier gehen gar keine Fenster auf. Ich weiß auch nicht warum. Aber was verbirgt sich hinter dieser Tür? Das wollen wir die ganze Zeit raus. Wir wollen die ganze Zeit herausfinden, was sich hinter dieser alten Holztür vorfindet. Oder was da eigentlich jetzt ist. Genau. Weil ich habe keine Ahnung. Ich und meine Freundin fragen uns, warum diese Leiter hier runter geht. Und jetzt versuchen wir mal hier. Ach, führt nur hier in diesen Kellerraum. Also, ich und meine Freundin gucken jetzt mit ihrem iPhone. Ob das Video. Was ist? Geht nichts. Man kann hier leider nicht gut durchgucken, weil hier alles verrostet ist. Aber wir wollen gerne wissen. Sie wird brutal. Wir wollen gerne wissen. Wir wollen gerne. Jetzt haben wir alles gebraucht. Das ist ganz verrostet, das kriegt man nicht mehr. Ich darf hier iPhone halten. iPhone 4S. Und ja. Pass auf, dass du da nicht runterfliegst. Hallo schon mal, wie tief das da runter geht. Du bist die Beste. Tja. Ich wusste es. Ich wusste es. Bis gleich. Also es regnet. Wir sind hier jetzt. Ich habe von der Hände wieder runter. Wir haben jetzt meine Freundin ist so stark, hat mit den Füßen die Tür aufgebracht. Und wir sind jetzt hier oben. Und das ist so crazy. Da unten ist jemand. Und da unten ist jemand. Steffi. Und das ist einfach so Hammer hier oben. Bis Steffi, gleich. Ich will da hoch. Wir müssen in die andere Kirche, in dieses große Gebäude. Wo ist das? Nochmal. Das ist die ganz große Kirche, gell? Ja, ich und meine Freundin wollen. Ist nämlich da so ein Ding. Und kann da in die Kirche. Ja, weil ich und meine Freundin erkunden jetzt diese. Ich tue es euch richtig an. Diese Kirche wollen wir. Da wollen wir versuchen. Und die andere, da wollen wir versuchen reinzugehen. Ja. Also, dann sehen wir gleich. Hallo, meine Lieben. Ich bin jetzt wieder da. Und jetzt gehen wir die Treppen runter. Und dann. Warte, ich will auch können. Oder nein, warte, ich geh weiter. Hier ist wieder die Taube, das arme Ding. Und dann gehen wir jetzt hier runter. Und dann gehen wir jetzt wieder hier runter. Und dann sehen wir uns unten. Also wir sind, ja, also ich und meine Freundin sind jetzt wieder hier oben auf diesem Kirchending. Und jetzt wollen wir uns einfach verabschieden. Sorry, dass ich mich nicht mehr filmen kann, weil ich kann meine Kamera nicht umdrehen. Also sage ich dann tschüss und bitte gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video. Luca kauft sein Merchandise-Zeugs hier. Ja, bitte kauft euch das von. Sag du. Lukamineshop.de. Ja, genau. 24 Euro mit Versand. Ich werde wohl. Und dann, jetzt gehen wir hier wieder lang. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir und meiner besten Freundin bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und das war's jetzt auch schon wieder und ich sag mal auf Wiedersehen und danke fürs Zusehen.